Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec. Und NSK, führender Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen zu den Auto-News. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Melanie Kusterer. MAN und Sinotruk stellen neue Lkw-Marke vor. Der Münchner Lastwagenbauer MAN hat mit seinem chinesischen Partner Sinotruk einen günstigen Lastwagen für Schwellenländer unter der neuen gemeinsamen Marke Sitrak entwickelt. Auf der Automesse in Shanghai präsentierten MAN-Vorstandschef Georg Pachter-Reihhofen und Sinotruk-Aufsichtsratschef Chun-Ji Ma am Dienstag den ersten Schwerlaster, der im Dezember in China in Serie gehen soll. 2018 wollen MAN und Sinotruk jährlich 200.000 Sitrak-Lastwagen in Asien, Russland, Nahost und Afrika verkaufen. Pachter-Reihhofen sprach von einem wichtigen Schritt in der globalen Expansion von MAN. Der neue Sitrak-Lkw mit 430 PS und dem in Europa abgelösten Euro 4 Motor soll knapp 40.000 Euro kosten, also nicht einmal die Hälfte eines Lastwagens aus europäischer Produktion. Er wird von Sinotruk in der ostchinesischen Metropole Jinan gebaut. MAN übernimmt den Vertrieb der neuen Marke im europäischen Teil Russlands und jenen arabischen und afrikanischen Staaten, in denen der Konzern bereits ein starkes Händler- und Werkstättennetz hat. MAN ist mit 25% an Sinotruk beteiligt. Autoliv und Hella unterzeichnen Kooperationsvertrag. Der Zulieferer von Fahrzeugsicherheitssystemen Autoliv gab am Dienstag bekannt, Technologien für kamerabasierte Fahrzeuganwendungen von der Hella Aglaia Mobile Vision GmbH, einer Tochtergesellschaft von Hella, zu erwerben. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen zukünftig gemeinsam am Ausbau dieser Technologie arbeiten. Autoliv reagiert damit auf den schnell wachsenden Markt von kamerabasierten Assistenzsystemen, die zum Beispiel für die Verkehrsschildererkennung, Spurerkennung und für die Lichtsteuerung eingesetzt werden. Mitsubishi nimmt Produktion in japanischen Werken auf. Seit Montag haben neben Toyota auch alle japanischen Werke von Mitsubishi Motors die Produktion wieder aufgenommen. Nachdem in den Wochen nach der Katastrophe nur unregelmäßig produziert wurde, geht man bei Mitsubishi jetzt von einer Verbesserung der Ersatzteilbelieferung aus. Bis Ende April sollen 90% des geplanten Fahrzeugvolumens gebaut werden. Bezogen auf den gesamten Monat April entspreche dies 60% der ursprünglichen Planung. TRW ab 2012 mit neuem Technologiezentrum in Shanghai. Um dem schnell wachsenden asiatischen Markt gerecht zu werden, baut Sicherheitsspezialist TRW ein neues Technologiezentrum in China. Dies gab das Unternehmen zum Start der diesjährigen Auto Shanghai bekannt. TRW wird die 32.000 Quadratmeter große Anlage im chinesischen Anting voraussichtlich 2013 eröffnen und dort über 1.000 Ingenieure beschäftigen. Im Herbst sollen die Bauarbeiten beginnen. Neue Geldquelle für Saab. Der schwedische Autobauer Saab darf sich neues Kapital durch den Verkauf eigener Immobilien beschaffen. Wie die schwedische Wirtschaftsministerin Maud Olofsson vergangenen Freitag in Stockholm mitteilte, gab die Regierung bei einer Sondersitzung grünes Licht für einen entsprechenden Vorschlag des Unternehmens mit seinen 3.700 Beschäftigten. In Saabs Stammwerk Trollhättan konnten seit dem 5. April keine Autos mehr produziert werden, weil dem Unternehmen Geld für die Bezahlung seiner Zulieferer fehlte. Saab hatte Mitte der Woche bestätigt, dass man die Immobilien des Unternehmens verkaufen und dann vom Käufer zurückmieten will. Mit dem so beschafften Kapital soll die Produktion wieder in Gang gebracht werden. Die Zustimmung des Staates wurde benötigt, weil die Gebäude bereits für einen Kredit über 400 Millionen Euro durch die Europäische Investitionsbank als Sicherheit verpfändet sind. Das waren die Auto-News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen, bis bald und tschüss.